Willkommen zurück zur deutschen Meisterschaft nach ewiger Zeit. Nun doch die lang ersehnte letzte Runde, neunte Runde. Also der Tabellenstand nochmal. Großmeister Hagen Pösch, Großmeister Rainer Buhmann. Beide punktgleich auf dem ersten Platz mit 6 aus 8 Punkten. Und der Rest hat kaum noch Chancen. Also einen Punkt Vorsprung. Theoretische Chancen für den Rest. Aber so. Das heißt, einer von den Großmeistern wird deutscher Meister. Und wir haben die Auslosung. Buhmann spielt gegen einen 2400er. Und ich habe gespielt gegen Theo Gungel, ein junger FM. Möchte diese. Genau. Buhmann gegen Jari Roiker mit Schwarz, der ebenfalls ein junger Spieler mit 2400, aber obwohl mein Gegner deutlich schwächer, also von der Zahl her 100 Elo schwächer war als Buhmanns Gegner, hatte ich trotzdem in der Wertung, in der Zweitwertung die Nase vorn, weil wäre also bei einem Sieg auf jeden Fall deutscher Meister. Und jetzt geht's los. Natürlich habe ich mich ganz intensiv vorbereitet, obwohl mein Gegner so deutlich weniger Elo hat und ja, auch die Runde, die achte Runde noch ziemliches Glück hatte, überhaupt zu gewinnen und gegen mich dann gelost zu werden. Erstens E4 natürlich bleibe ich meiner Linie treu. Die einzige Partie, die ich bis dahin bei der deutschen Meisterschaft gewonnen habe, habe ich auch erstens E4 gespielt. So, er spielt immer Neidorf, deswegen gehen wir mal hier hin. Und hier habe ich gesehen, ja, Läufer G5 ist ja eigentlich mein Zug gegen gute Spieler. Also Läufer G5 ist eigentlich so meine Lieblingsvariante, aber ich dachte, ich gehe mal auf Nummer sicher und spiele die 100% Variante. Na gut, sie ist schon jetzt nicht mehr 100%, da haben schon Gegner gegen gepunktet, aber ich habe H3 gespielt. Ich habe halt gesehen, dass er in der E6, also dass er halt auf fast alles E6 spielt. Nur auf Läufer G5 hat er mal Springer B7 gespielt, ansonsten E6 und da habe ich gedacht, mach ich mal H3 und G4. H3, E6, G4 und habe halt hier auch vorbereitet, dass er D5 spielt. Habe schon gar nicht mehr die Varianten im Kopf, die ich da vorbereitet habe. Also nimmt. Ich glaube Springer E2 oder Läufer G2. Da gab es doch so eine längere Variante. Aber gut. Das ist ein Thema für eine andere Partie. Es kam B5 und ich bin der Meinung, dass hier Schwarz sowas wie Läufer E7 spielen sollte und Springer FD7. So. Also hier gibt es Läufer G2, Springer FD7. Hier gibt es auch so Sachen wie G5 und dann H4 sofort. Da hat man gegenüber der. Ein Keres-Angriff im Scheveninger-System, Tempo weniger mit Weiß, aber ja, die Stellung ist so im Gleichgewicht. Die Computer sagen, Weiß steht besser erst, aber nach ein paar Zügen später, das ist schon, kann Schwarz schon ausgleichen. Gut, er spielt hier jedenfalls B5, was aus meiner Sicht schon ungenau ist, wo Weiß so sehr gut um Vorteil kämpfen kann. Läufer G2, Läufer B7, Rochade. Ja, das ist halt so der Trick in der Variante. Also ich habe mit Schwarz früher auch B5 gespielt. Aber wenn Weiß A3 spielt und diesen Trick hier nicht kennt, wenn Weiß A3 spielt, dann ist es eher schon besser für Schwarz. Dann ist es gut. Aber hier, also gut, wenn Schwarz B4 spielt, ist halt der Witz Springer D5, E schlägt D, E schlägt D und man spielt hier auf Kompensation. Man hat die Idee Turm E1 Schach, Springer F5, G5. Klar muss man da noch ein paar Sachen kennen, aber Weiß hat sehr gute Kompensation hier. Und ich habe mir das auch genau angeguckt. Aber wer weiß, ne? Ich kann halt auch immer mal ein paar Varianten vergessen. So, was gibt's hier noch? Ja. Was gibt's hier noch? Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Jedenfalls spielte er hier Dame C7. Also ich war jedenfalls hier noch in meiner Vorbereitung. Turm E1, Läufer E7 und jetzt halt A4. Es kann sein, dass G5 auch schon gespielt wurde.
Aber mir hat A4 besser gefallen. Die Idee ist halt, jetzt mit Turm decke ich diesen Bauern. Wenn Schwarz B4 spielt, kommt Springer A2. Und dann kann ich mit C3. Ich hab das. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich vorbereitet habe. Ob ich Läufer D2 oder C3 machen wollte. Jedenfalls, da kann ich dann. Habe ich dann hier links die Felder am Damenflügel. Ja. Das kam aber B schlägt A4. Und meine Regel sagt ja auch, wenn Schwarz B schlägt A4 spielt, stimmt was mit der Stellung nicht. Ich muss. Moment, ich gehe nochmal auf. So, gucken wir mal. Ich muss noch den Stockfisch mit dazu nehmen, sonst kann ich es mir nicht richtig. So. Hallo. Oh, egal. Also, jetzt habe ich natürlich mit dem Turm wieder genommen. Also auf B4 ginge auch Springer D5. Interessant. Aber Springer A2 ist gut. Und jetzt genau, jetzt sagt der Computer H6. Während nach A5 weiß halt einfach, ja, Springer B5 oder C3 macht. Springer B5 scheint auch sehr gut zu sein. Und auf Dame C6, C3. Also, wenn Schwarz nimmt, dann Springer AC3 und Läufer F4 ist eine gute Idee. Ja, weiß steht besser jedenfalls. Gut, er spielt B schlägt A, Turm schlägt Ochade. Und hier, das habe ich mir schon nicht mehr angeguckt. Ich habe mir nur B4, glaube ich, angeguckt. Und hier bietet sich natürlich auf den ersten Blick Turm B4 an. Meine Denkweise war auch Turm B4. Moment. So. Wenn Schwarz jetzt Springer C6 spielt, dann schlage ich raus B7 und mache E5 und stehe sehr gut. Deswegen habe ich aber ein Problem gehabt mit Springer FD7. Und das gab's schon und Springer FD7 ist genauso das ist noch ein schlimmerer Fehler. Könnt ihr jetzt mal kurz gucken, das Video anhalten. So, zu spät Pech gehabt, der Gewinnzug ist jetzt Turm schlägt B7. Nimmt E5. Auf Dame A7 kommt Läufer E3, also weiß nimmt, beeilt sich nicht mit dem Qualle nehmen. Und falls D5 kommt, Springer schlägt E6. Und Springer schlägt D5 und weiß hat so viele Drohungen und gewinnt alles wieder. Er hat hier einen Turm weniger. Weiß hat einen Turm weniger, dafür schon einige Bauern und droht ja Damen gewinnen. Da hängt so viel, das kriegt Weiß. Computer sagt plus 4. So, ja, besser ist Turm A7 und dann ist auch gar nicht mal so klar, ob ich hier besser stehe. Vielleicht Läufer E3, vielleicht G5, also sowas wie G5 ist interessant und dann H4, H4, H5, G6 angreifen. Oder möglich ist auch Läufer E3, dann kommt Läufer A8 und Weiß kann seinen Turm zum Beispiel zurückstellen nach A4, aber so richtigen klaren Plan finde ich nicht. Weiß hat halt strukturell keinen Vorteil und ja, nee, vielleicht F4 und G5 wieder. Ja, also es ist nicht so klar, wie er vorankommt. Gut, ich spielte aber Dame E2 mit der Idee Turm C4. Jetzt steht Schwarz schon wieder ganz in Ordnung. So, Dame D8. Läufer E3. Und jetzt sollte Schwarz diesen Zug spielen, A5. A5 und Läufer A6 und Schwarz steht sehr gut. Und dann könnte es so weitergehen, Springer CB5, Läufer A6, Turm C3. Und ja, und nicht so ganz klar, wer da. Vielleicht ein bisschen besser, wenn man noch viel weiß. Auch Springer E5 war nicht schlecht. Turm B4, Dame C8, F4. Springer C6. Hier allerdings wäre vielleicht der hier genauer gewesen. Springer C6, interessant. Was ist nach Turm schlägt B7? Dame schlägt B7, F schlägt E4. Also das soll gut für Schwarz sein, hier das. Gut, das muss man jetzt erstmal richtig einschätzen, dass das gut für Schwarz ist, obwohl Weiß halt zwei Figuren für den Turm hat. Er hat den natürlicheren Zug Springer EC6 gespielt, der war vielleicht nicht so gut wegen Turm C4. Oh, das geht auch. Springer nimmt, Läufer nimmt. Springer C6, Läufer F2, einfach normale Züge.
Dame D8 und ja, der war vielleicht nicht so. Also hier wäre auch A5 eine sehr lästige Idee mit Läufer A6. Dann muss ich halt auch sehen, wo ich bleibe. Gut, das, was jetzt kommt, sind Computerzüge, Springer D5 auf E schlägt D. E schlägt D steht schwarz wohl sehr schlecht. Auf Läufer A6 D schlägt C und Qualle geopfert. Aber Riesenkompensation weiß. Deswegen Läufer C8, D8, Turm C3. Gut, und ist etwa ausgeglichen. Stattdessen spielte er die Dame wieder zurück nach D8. Und jetzt fand ich, ja, ich wollte weiterhin positionell spielen, Springer A4, Springer B6, den mal da reinstellen. Also ich hätte hier den spielen können, Springer D5. Ist interessant. Was wäre noch Läufer A4? Könnte ich nehmen und Springer B6 machen. Und würde positionell besser stehen. Moment, ich habe Turm D1 gemacht. Einen Moment. Das noch zu Ende führen. Bei E schlägt D nimmt Springer A5. Ach so, kleiner Hinweis noch, ich habe einen neuen Computer. Und da ist auch seit kurzem erst Chessbase drauf. Und da, deswegen komme ich noch nicht so gut zurecht. Jetzt Turm A4, jetzt droht B4. Das heißt, ich kriege die Figur hier auf jeden Fall wieder. Und ja, das. Auch ein bisschen besser für Weiß. Und ich habe nur Stockfisch 9. Stockfisch 9 ist ätzend, denn der wechselt bei jedem Zug die Stellungsbewertung. Immer für den, der dran ist, zeigt er mehr an. Gut, es kam, das habe ich nicht gesehen, war zu hoch für mich, habe Turm D1 gespielt. Normale Züge, Turm C8, Springer A4. Und hier habe ich so überlegt, wenn er jetzt. Genau, Springer A4, Springer C5 ist natürlich eine Idee, um auch das Läuferpaar zu kriegen. Ich habe überlegt, wenn er jetzt aktiv spielen will, könnte er ja Dame A5 machen. Und im nächsten Moment habe ich gesehen, Moment mal, Dame A5 verliert ja. Also Dame A5, die Idee ist Dame B5 und, oder halt auch Springer B4. Ich habe gedacht, Moment mal, das verliert ja wegen Springer B6. Der Turm muss ziehen und dann kann ich Turm A4, Dame B5, C4 und ich krieg die Dame. Und ja, habe ich gehofft. Also guter Zug wäre zum Beispiel A5 immer noch und die Stellung ist immer noch ausgeglichen. Also Dame A5 verliert. Hat er aber trotzdem gezogen, obwohl. So, ja, das Problem ist, wenn er jetzt so zieht, irgendwo den Turm. Turm A4, Dame B5, C4. Dame B3, Turm D3, Dame gefangen. Tja, und ja, und jetzt war halt nichts mehr los. Dame B5, Turm schlägt C8, Springer C8, so. Und hier hat er dann auch aufgegeben. Eine Quelle mehr ist zu viel. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ich bedanke mich für die Unterstützung, die ihr mir gegeben habt, die mir auf dem Weg zum deutschen Meistertitel gegeben habt. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich hoffe, ihr konntet aus meinen Partien lernen. Ich kann jetzt guten Gewissens auch mit Schach bald aufhören. Ja, ein paar deutsche Meisterschaften spiele ich vielleicht noch mal, aber ich bin überglücklich mit meiner Errungenschaft. Und ja, was noch? Ich wollte eigentlich mal die Tabelle zeigen, aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Ja, ich habe jetzt halt demnächst bin ich auch sehr eingeplant, habe we wenig Zeit, spiele nur noch Liga und hoffentlich sieht man sich trotzdem mal bald. Und ihr könnt mal sagen, hat euch dieses Video gefallen? Kommt dieses Video auch seriös rüber oder nicht? Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt ihr die gerne in die Kommentare. Ansonsten liken und teilt dieses Video. Ja, was noch? Ach so, ja, hier der Pokal, ne? Einen riesigen Pokal habe ich auch gewonnen. Neben den ganzen anderen Pokalen und Schuhen, die in meiner Vitrine sind. Alles klar. Bis bald und macht's gut und ciao und ja.